Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Buchvorstellung. Heute möchte ich euch wieder ein Buch präsentieren, was sich an alle Grundschullehrer und Grundschullehramtsstudenten richtet. Und zwar geht es um dieses Buch hier, Was tue ich, wenn? Schwierige Situationen im Grundschulalltag aus dem Oldenburg Verlag. Und das Buch hat gekostet. Steht es hier irgendwo? Naja, ich verlinke es euch ja wie immer unten in der Infobox. Da könnt ihr dann auch noch mal gucken, was es denn kostet. Ja, und zwar geht es ja meistens, ist es ja so, dass man als Lehrer immer spontan in der jeweiligen Situation entscheiden muss, was gerade das Richtige ist, was man jetzt am besten tut. Im Nachhinein reflektiert man dann vielleicht oft, dass die Reaktion vielleicht doch nicht die richtige war. Und in diesem Buch wird einfach eine Vielzahl an schwierigen Situationen aufgegriffen und man gibt Tipps und Ratschläge, Hintergrundinformationen und einfach auch Gedankenanstöße. Es werden vielfältige alternative Hilfen angeboten, aber man muss natürlich beachten, dass nicht alles bei jedem gleich wirkt, dass nicht jedes Kind alles kann. Deswegen muss man das auf die jeweilige Situation natürlich immer noch ein bisschen anpassen, auf das jeweilige Kind, auf den jeweiligen Hintergrund des Kindes. Das alles muss man dann noch ein bisschen mit beachten. Das Inhaltsverzeichnis ist alphabetisch geordnet und dann geht es eigentlich bei jedem Thema gleich los, nämlich mit der Falldarstellung, dann folgt eine Klärung, dann kommen Tipps und Interventionsvorschläge, dann kommt die Falllösung und zum Schluss noch Literatur- und Materialhinweise zu dem jeweiligen Problem. Ich finde es gut und immer auf die gleiche Art und Weise gegliedert. Das gefällt mir wirklich gut, dass man da so eine diese gleiche Art und Weise hat. Durch Schrift, Stichpunkte, Fotos und Grafiken ist es ein bisschen aufgelockert. Das hat mir auch gut gefallen. Noch besser hätte es mir gefallen, wenn es vielleicht ein bisschen farblich gewesen wäre. Es ist jetzt schwarz-weiß, aber das ist schon auch in Ordnung. Es gibt sehr, sehr vielfältige Themen. Ich habe mal ein paar rausgesucht. Es geht zum Beispiel um Abschreiben, um Alkohol, Druck auf Schüler, was ich sehr, sehr gut finde, um Heulsusen, um Konzentrationsschwächen, um Lügen, um Machos, es geht um Magersucht, es geht um Modedruck und es geht zum Beispiel auch um Scheidungskinder. Also als ich das gelesen habe, ist mir, glaube ich, kein Problem jetzt erstmal eingefallen, was in diesem Buch nicht behandelt wird. Die Themen sind wirklich sehr aktuell und sie sind wirklich aus allen Bereichen des Grundschulalltags. Also es geht um die Hintergründe der Kinder, es geht um das Wesen der Kinder, es geht um diverse Erkrankungen, wie man mit denen umgeht. Also wirklich auch sehr, sehr gut. Es geht um das Miteinander der Schüler, wie man da intervenieren kann, um das, wie der Schüler mit dem Lehrer agiert. Wirklich sehr, 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 sehr gut, sehr vielseitig. Ich denke, da findet man zu fast jedem Problem, das man eventuell hat, eine Lösung. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Es ist wirklich, man weiß einfach, man ist dann nicht unvorbereitet in diesen Situationen, weil man dieses Buch zur Hand hat. Ich hoffe, euch hat diese Buchvorstellung gefallen. Wie gesagt, unten in der Infobox ist das Buch nochmal verlinkt und wir sehen uns dann ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!